Charlotte ist... Sie ist tot. Nein, das kann nicht sein. Was ist los? Alexander, bitte sprich mit mir. Sie ist tot. Ich habe dir ziemlich klar gesagt, dass zwischen ihr und mir nichts laufen wird. Und sie hat das trotzdem irgendwie anders verstanden. Ja, sie macht sich Hoffnung. Natalie. Willst du mich heiraten? Tanja, du verstehst da was wirklich. Was gibt's denn falsch zu verstehen? Ihr habt euch geküsst. Das brauchst du doch gar nicht leugnen. Ich hab's nämlich gerade mitbekommen. Lass es dir doch bitte erklären. Nein, nein. Lass einfach stecken. Weißt du, auf so eine Freundschaft kann ich echt verzichten. Ich will mit dir überhaupt nichts mehr zu tun haben. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ja, du willst mir doch jetzt nicht wirklich allen Ernstes aufgrund eines Missverständnisses die Freundschaft beenden. Das war ja klar. Missverständnis nennt man das heutzutage, ja? Hör auf damit. Ich will mich nicht wegen einem Mann mit dir streiten. Ich habe überhaupt nichts mit Christian. Ja, deswegen hast du ihn auch geküsst, oder? Mann, dieser Kuss, das hatte doch überhaupt keine Bedeutung. Wir haben getanzt und hatten Spaß und dann ist das passiert, aber es hatte keine Bedeutung. Verstehst du das? Ihr habt getanzt. Ja, wir haben ein bisschen geübt, aus Spaß. Ich glaube das einfach nicht. Es wird dir immer besser. Das klingt jetzt bescheuert, aber wir haben das geklärt. Verstehst du, ich will nichts von ihm und er will nichts von mir. Es gibt kein Problem. Laura, was musstest du denn überhaupt mit dem tanzen? Was gab's denn da zu üben? Ha? Hast du mir wieder gedacht, ja, vielleicht klappt's ja bei dem. So was nennt sich beste Freundin. Das ist widerlich. Das ist nicht wahr. Also ich habe schon einiges erlebt und fühlen müssen. Aber so wie du hat mich noch kein Mensch enttäuscht. Das werde ich dir nie verzeihen, schwöre ich dir. Ich will bei dir sein und mit dir zusammenleben. Jetzt komm, jetzt setz dich wenigstens kurz hin. Was ist denn da? Jetzt zeig doch mal. Ach. Ist dir also doch nicht so gleichgültig, wie du eben getan hast. Entschuldigen Sie, könnten wir bitte zwei Glas Champagner haben? Selbstverständlich. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Warum bist du denn jetzt so wütend? Nach allem, was passiert ist, kommst du einfach hier vorbei und machst mir einen Heiratsantrag. Ja, aber das ist doch das, was du immer wolltest. Dieser Page steckt dahinter. Dieser Page hat einen Namen. Was willst du denn mit dem? Das ist doch noch ein halbes Kind. Ja, aber der ist in vielen Sachen verantwortungsbewusster als gewisse andere Männer. Danke. So. Wieso musstest du hier auftauchen? Es ist so schon alles kompliziert genug. Was ist denn daran so kompliziert? Ich liebe dich und ich will dich heiraten. Jetzt komm, jetzt trink wenigstens einen Schluck Champagner. Nein. Jetzt komm. Ich trinke keinen Alkohol. Seit wann das denn? Seit ich schwanger bin. Von Xaver. Von dir. Immer flackt ihr Zeug darum. Mir ist sowas von auf die Nerven. Naja, zum Hinterherräumen mit Ausräumen bin ich gut genug, Laura, ne? Mhm. Wie es heutzutage eine Freundschaft wäre. Ach, da bist du. Ich such dich schon den ganzen Vormittag. Du, deine Mutter hat gemeint, ich sollte mal was mit dir klären. Christian, du brauchst mir überhaupt gar nichts erklären.
Weißt du, dein scheinheiliges Getue mit diesem Tanzwettbewerb, was soll denn das überhaupt? Du versuchst es nur damit, an Laura ranzukommen. Weißt du mich? Du bist doch die ganze Zeit in Laura verliebt und benutzt mich, um an sie ranzukommen. So schaut's nämlich aus. Wie kommst du denn auf sowas? Jetzt mach halt noch einen auf scheinheilig. Ich hab doch gar keine Ahnung, wovon du redest. Du weißt doch ganz genau, was los ist. Schisse? Aber genau, mit der kleinen blöden Tanja kann man's ja machen, gell? Ist immer das Gleiche. Meine Mutter hatte so recht. Weißt du, du benutzt die Leute so, wie es dir gerade passt. Bei meiner Mutter ging's dir ums Geld und bei mir ging's dir nur um Laura. Also jetzt komm mal runter, ja? Tanja, du verstehst dir was völlig falsch. Christian, du kotzt mich einfach nur an. Ach ja, und den Tanzwettbewerb, den kannst du dir sonst wohin stecken. Ich bin froh, dass du da bist. Es ist schön, jemanden zu haben, der einem zuhört. Ich wollte der Familie beistehen in diesen schweren Stunden. Deshalb bin ich mit dir gekommen. Weißt du schon, wie lange du bleiben wirst? Ein paar Tage. Ein paar Tage mehr wären schön. Deine Anwesenheit tut nicht nur mir gut, sondern auch Alexander und Robert. Es tut mir auch gut, mit den beiden zu reden. Sie können mir so viel von Charlotte erzählen. Ich bin unfähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Seit meiner Rückkehr aus Afrika fühle ich mich wie gelähmt. Ich sitze einfach nur stundenlang da. Du hast schreckliche Dinge erlebt. Und zurückkommen zu müssen ohne Charlotte, es braucht seine Zeit, das alles zu verarbeiten. Es war grausam, das ausgebrannte Wrack. Dann Charlottes verzweifelte Stimme auf der Mailbox. Es verfolgt mich bis in meine Träume. Ich bin ja nur froh, dass Robert nicht mitgekommen ist. Der Junge hat sehr an Charlotte gehangen. Ja, es ist schwer für uns alle, es zu begreifen, aber um Robert mache ich mir ernste Sorgen. Ich kann es immer noch kaum fassen. Charlotte war ein so guter Mensch. Wenn ich mich an all die Dankesbriefe der russischen Kinder erinnere, denen sie mit ihrer Krebsstiftung geholfen hat, ja, sie hat nie aufgegeben. Sie hat sogar ihre zweite Krebserkrankung besiegt. Und dann? Wir können sie nicht einmal beerdigen. Wir haben nicht einmal die Chance, uns von ihr zu verabschieden. Man könnte eine symbolische Gedenkfeier abhalten. An einem Ort, der Charlotte etwas bedeutet hat, an den ihr mit eurer Trauer gehen könnt. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich wüsste auch den Ort. Ja? Ja. Komm mit. Den habe ich gepflanzt, als Charlotte und ich geheiratet haben. Du weißt ja, drei Dinge muss ein Mann im Leben tun. Eines ist davon, einen Baum pflanzen. Und das ist er. Er hat uns all die Jahre begleitet. Er hat die Kinder wachsen sehen. Und ich bin mit ihm alt geworden. Ich glaube, hier würde es Charlotte gefallen. Ich bin für sie gestorben. Tanja denkt wirklich, ich hätte mich hinter ihrem Rücken an Christian rangemacht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich verliere meine beste Freundin und das wegen eines Mannes. Oh, kannst du mir eigentlich mal sagen, was mit Tanja los ist? Hattest du auch so ein nettes Gespräch mit ihr? Das war eher ein Monolog. Die hat mir gerade Sachen an den Kopf geknallt, das kannst du dir nicht vorstellen. Doch. Ich glaube, sie hat heute Morgen unser Gespräch mitbekommen. Ja, und warum rastet sie dann so aus? Ich vermute, sie hat nur die Hälfte verstanden. Und jetzt bildet sie sich ein, wir wären Pärchen, schon länger hinter ihrem Rücken. Das ist doch totaler Quatsch. Habe ich auch versucht, ihr zu erklären. Aber keine Chance, im Gegenteil. Sie hat mir die Freundschaft gekündigt. Oh, das ist hart. Es tut so weh. Wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Sie ist meine beste Freundin. Ach, komm, wir gehen jetzt einfach zu ihr und klären das einfach. Das ist doch alles nur ein blödes Missverständnis. Was kann ich für dich tun? Ach, wenn du mich so fragst.
Du könntest mir sagen, was es heute so alles zu essen gibt. Gibt es keine Speisekarten im Restaurant? Elisabeth hatte gebeten, heute auf dem Zimmer zu essen. Und ich habe ihr versprochen, mich darum zu kümmern. Gut, dann lasse ich ihr gleich eine Karte hochbringen. Ja, das wäre nett. Es ist schön, Elisabeth nach so vielen Jahren wiederzusehen, nicht wahr? Ja. Charlotte war die letzten Stunden mit ihr zusammen. Und es ist für mich ein großer Trost zu wissen, dass sie glücklich war. Für mich auch. Elisabeth und ich, wir haben überlegt, eine Gedenktafel mit Charlottes Bild an ihrem Baum anzubringen, anstatt einer Beerdigung. Was meinst du dazu? Ihr habt es doch schon entschieden. Warum fragst du mich dann noch? Von mir aus macht, was ihr wollt. Ich mach da nicht mit. Für mich ist Mutters Tod noch lange nicht bewiesen. Robert, du musst der Wahrheit ins Auge sehen. Ich war an der Unfallstelle. Ich habe das Flugzeugwrack gesehen. Niemand hätte das überleben können. Dann gib du sie auf. Ich tue es nicht. Robert, sie hatte keine Chance. Das wissen wir doch gar nicht. Vielleicht wurde sie aus dem Flugzeug rausgeschleudert, bevor es explodiert ist. Aber dann hätte man sie doch gefunden. Vielleicht wurde sie das ja. Nicht von unseren Leuten, sondern von irgendwelchen Eingeborenen. Was weiß ich. Wäre Mutters Leiche gefunden worden, wäre das für mich der Beweis, dass sie nicht mehr lebt. Solange es diesen Beweis nicht gibt, mache ich bei keiner Trauerfeier mit. Tanja, wir haben wirklich einfach nur so getanzt. Schau mal, ich habe Christian mal gesagt, dass ich das nicht gut kann. Und dann wollte er mir einfach zeigen, wie es geht. Ja, ich habe es verstanden. Wirklich, das hatte überhaupt nicht jetzt die große Bedeutung. Und dass wir uns geküsst haben, das war... Meine Güte, das war ein Kuss aus Spaß nur. Ja, ist schon klar. Wirklich? Ja. Es hatte wirklich keine Bedeutung. Es ist alles ein ganz großes, blödes Missverständnis. Und hinter deinem Rücken, wie du sagst, ist überhaupt nichts gelaufen. Laura, du wiederholst dich. Gut, dann sei aber jetzt auch nicht mehr sauer. Aber hörst du schlecht? Es ist okay. Es ist... Tanja, es war wirklich nichts. Mein Gott, glaub uns doch. Wir sind alle drei Freunde. Ich übe mit dir nur für diesen Tanzwettbewerb, weil es mir Spaß macht und weil ich die Idee witzig finde. Aber glaub mir, nichts liegt mir im Moment ferner, als an eine neue Beziehung zu denken. Egal mit wem. Ich habe es verstanden. Ist es jetzt angekommen? Können wir dieses Gespräch einfach jetzt beenden? Ist es möglich? Es ist vielleicht besser, wenn ihr noch mal alleine... Wie du das kannst, ohne dich zu schneiden. Eine Übungssache. Faszinierend. Meinst du, du könntest mir das beibringen? Wenn Vater dich geschickt hat, dann kannst du gleich wieder gehen. Mich hat niemand geschickt. Ich wollte nur mal nach dir sehen. Außerdem interessiert mich deine Arbeit. Du kochst einfach großartig. Hat es dir geschmeckt? Es war vorzüglich. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so etwas Leckeres gegessen habe. Charlotte, als deine Mutter bei mir war, sie hat so von deinen Kochkünsten geschwärmt. Sie meinte, ich müsste unbedingt vorbeikommen und mal probieren. Dass es so schnell gehen würde, damit habe ich nicht gerechnet. Du warst die Letzte, die sie lebend gesehen hat. Ich will alles wissen, wie es ihr gegangen ist, wie sie gerochen hat, was sie angezogen hat, was sie gesagt hat. Was habt ihr gemacht? Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist egal. Sag irgendetwas. Erzähl mir einfach alles. Die meiste Zeit haben wir uns über die Vergangenheit unterhalten. Wir haben uns jahrelang nicht gesehen. Da gab es natürlich viel zu erzählen. Ich beneide dich darum. Du warst die Letzte, die mit dir gesprochen hat. Ich hätte dir noch so viel sagen wollen. Aber vielleicht ist es dafür zu spät.
Jetzt sei nicht mehr sauer, ja? Du hast ja gehört, was Christian gesagt hat. Sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Kannst du dir nur ansatzweise vorstellen, wie peinlich das war? Und dann tauchst du noch mit Christian auf. Ich glaub's ja wohl. Du wolltest mir nicht glauben, was hätte ich denn machen sollen? Ja, ganz bestimmt nicht mit ihm hier aufkreuzen. Ich stand da wie so eine kleine blöde Idiotin, falls es nicht aufgefallen ist. Er wollte mitkommen. Wahrscheinlich habt ihr euch vorher über mich lustig gemacht. Tanja, jetzt hör doch bitte mal auf zu zicken. Kein Mensch hat sich über dich lustig gemacht. Nee, natürlich nicht. Weißt du was, Laura? Deine selbstgefällige Art, die langweilt mich langsam. Da geht mir sowas von auf die Nerven. Du machst ja nie irgendwas falsch. Sind immer nur die anderen schuld. Warum kannst du dir nicht einfach einen eigenen Mann suchen? Warum musst du dich denn immer an Männer ranmachen, die Frauen haben? Ich habe mich nicht an Alexander rangemacht, wir haben uns geliebt. Und pass mal auf, Süße. Ich kann nichts dafür, dass Christian nichts von dir will, ja? Gib mir nicht die Schuld dafür. Du kannst ja für nie für irgendwas. Der kann man einfach nicht reden, es tut mir leid. Ich will nicht. Kommst du heute zum Abendbrot nach Hause? Mhm. Oder wird's wieder später bei dir? Nein, ich bin fast fertig mit meiner Arbeit. Da die ersten Kondolenzschreiben sind schon da. Jetzt schon? Ja. Wer weiß denn das jetzt? Weißt du, Charlotte war sehr beliebt, da spricht sich sowas schnell rum. Hast du's übrigens Marie schon gesagt? Nein, ich habe vor 2 Tagen das letzte Mal mit ihr telefoniert. Meinst nicht, dass wir's ihr sagen sollten? Ja, wir werden's ihr natürlich sagen. Aber ich hab's nicht fertig gebracht, sie zu belasten. Die hat's doch schon schwer genug. So weit weg von zu Hause. Ja, wahrscheinlich hast recht, wie immer. Na, Frau Bichler, Dienstschluss. Ja. Einen schönen Feierabend. Danke. Herr Sargent, ja. Darf ich kurz? Also, wir sehen uns jetzt gleich. Ja. Die ersten Kondolenzschreiben sind da. Ja, ja. Die sehe ich mir dann später durch. Da werden in der nächsten Zeit noch einige kommen. Ja. Das werden noch einige Leute anrufen. Also für den Fall, dass sich jemand erkundigt, die Trauerfeierlichkeiten finden im engsten Kreise der Familie statt. Nur damit Sie Bescheid wissen. Sehr wohl, Herr Salfeld. Noch was bitte? Da ist noch ein Brief von Frau Franke. Was will die denn? So haben wir uns noch nie gestritten. Eigentlich hatten wir noch nie einen richtigen Streit. Dafür ist der jetzt umso schlimmer. Und dazu noch so unnötig. Du bist ja noch hier? Ich dachte, der Laden hat längst geschlossen. Ja, ich dekoriere hier noch so ein bisschen um. Soll ich dir helfen? Nee. Eigentlich schlage ich sowieso nur die Zeit tot. Bis? Bis Tanja schläft. Ich habe keine Lust, ihr über den Weg zu laufen. Habt ihr das immer noch nicht aus der Welt schaffen können? Sie glaubt mir nicht. Wir haben uns ganz schlimm gestritten. Das kann sie gut. Glaub nicht, was sie mir in den Kopf geworfen hat. Ja, aber du willst doch jetzt nicht ernsthaft hier die halbe Nacht im Laden verbringen. Nee. Noch ein Stündchen vielleicht. Wenn du willst, komm einfach mit zu mir. Da ist es gemütlicher. Und zu zweit lässt sich die Zeit besser totschlagen. Ja, warum eigentlich nicht? Halt mal. Mhm. Ah, ja, schön. Dass ihr gleich Zeit hatte. Bitte setzt euch doch. Es geht um die Trauerfeier für Charlotte. Ich habe euch doch von der Gedenktafel erzählt, die wir an ihrem Baum anbringen wollen. Ich würde jetzt gerne mit euch zusammen ein Bild aussuchen für die Gedenktafel. Ich
halte es für eine gute Idee. Das statt der Beerdigung. Ich habe hier ein paar sehr schöne Fotos von ihr ausgesucht. So, guckt sie euch an und dann sagt mir doch bitte, welches wir nehmen sollen. Eher ein etwas älteres oder doch lieber ein neueres? Ich fände was Aktuelles schön, weil so habe ich sie in Erinnerung. Ja. Das hier. Das ist schön. Robert, was denkst du? Das ist doch typisch. Robert. Mir ist es egal, ich habe mit dieser Gedenkfeier sowieso nichts zu tun. Robert, wir müssen Abschied nehmen. Das ist eine gute Idee. Ich habe gesagt, macht, was ihr wollt. Ich ertrag das nicht. Ach, Robert, bitte. Außerdem habe ich es satt, ständig vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Was heißt hier vollendete Tatsachen? Ich wurde wie immer übergangen. Wir sind doch extra hierher zusammengekommen, um gemeinsam ein Foto auszusuchen. Hat mich jemand gefragt, ob ich diese Trauerfeier überhaupt will? Ich kann mich nicht erinnern. Ach, Robert, jetzt reiß dich doch bitte mal zusammen. Es geht ja nicht darum, was du alleine willst. Du bist beileibe nicht der Einzige, der um Charlotte trauert. Wir alle vermissen sie. Bitte, Robert. Also, wenn du nicht an der Trauerfeier teilnehmen willst, bitte, dann lässt es eben bleiben. Gut, dann lass ich's bleiben. Ja, danke. Schön. Ja, ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe echt schon Schlimmeres gesehen. Freut mich, wenn es dir gefällt. Willst du was trinken? Ja. Vielleicht einen Tee oder so? Ich habe aber, glaube ich, nur Pfefferminz. Ist gut. Ja. Ach so, oder einen Wein? Ja, einen Wein würde ich gerne nehmen. Okay. Hast du schon was gegessen? Nee, ich habe aber auch keinen Hunger gerade. Okay. Wenn du ein bisschen Musik machen willst, hier sind die CDs. CD-Regal habe ich noch keins. Nee, schaff dir auch keins an, die sind immer so hässlich. Ja, das stimmt. Willst du irgendwas Bestimmtes hören? Nee, leg auf, was dir gefällt. Ich gehe kurz in den Keller, leg den Bein. Bis gleich. Ja, so ähnlich habe ich mir seine Wohnung vorgestellt. Schön irgendwie. Aus Mexiko. Er hat Geschmack. Mir würde es ja auch gefallen. Christian macht mich total neugierig. Wahrscheinlich, weil er kaum was über sich erzählt. Am liebsten würde ich zu all den Sachen hier die Geschichte kennen. So, jetzt ist aber mal gut. Jetzt habe ich genug geschnüffelt. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass du vielleicht beim... Ich bin froh, dass du wieder da bist. Wie ist denn gelaufen bei Carsten? Nimm mich einfach in meinen Arm. Sag mal, hat er dich irgendwie belabert oder belästigt oder was? Nicht reden. Halt mich einfach nur. Der kapiert's einfach nicht. Der denkt, er kann ja einfach aufkreuzen und du tanzt nach seiner Pfeife. Das ist so ein Schwein. Aber der wird sich umschauen, ne? Der wird nicht nochmal alles kaputt machen, das verspreche ich dir. Es wird alles gut. Wow. Wie hast du denn das so schnell gezaubert? Ach, ein paar Dosen aufgemacht, 2, 3 Gläser. Kein Problem. Lachsbrötchen. Ja. Schwer beeindruckt. Ich habe leider noch keine Weingläser, deswegen. Macht gar nichts. Tanja und ich haben am Anfang unseren Prosecco immer aus Zahnputzbechern getrunken. Du hast einen tollen Musikgeschmack. Ja, na, es war nicht so schwer, was zu finden. Das sind ja deine CDs. Prost. Prost. Wirklich, also sehr gemütlich bei dir. Ja, ist okay, oder? Ist günstig. Ich hab's nicht weit zur Arbeit. Irgendwie, weiß nicht, die Wohnung hat
hat eine gute Aura. So. Oh, ich klinge schon wie Tanja. Oh, du hast recht, genau das hat Tanja gesagt. Die Wohnung hätte eine gute Aura. Ihr kennt euch ziemlich gut, ihr zwei, oder? Besser kann man sich überhaupt nicht kennen, dass wir alles schon zusammen erlebt haben. Ohne sie wäre ich gar nicht im Fürstenhof. Hat sie dir den Job vermittelt? Ja, kann man so sagen, ja. Das renkt sich schon wieder ein mit euch zwei. Hast du doch Hunger? Ja, irgendwie schon. Lachsbrötchen mit Silberzwiebeln und Essiggurken ist aber eine sehr gewagte Mischung. Also, Silberzwiebeln und Essiggurken, auf die kann ich nicht verzichten. Die esse ich für mein Leben gern. Dann muss Mexiko ja die absolute Hölle für dich gewesen sein. Ich meine nur, weil es da ja keine Silberzwiebeln und so gibt. Probier einfach. Ist lecker. Okay. Du hast schon was. Du hast ja auch was. Herein. Elisabeth, du musst unbedingt mit meinem Vater reden wegen dieser Trauerfeier. Wieso? Was ist denn? Ich will diese Feier nicht. Ich war von Anfang an dagegen. Jetzt setz ich erst mal hin und erzähl mir in Ruhe, was los ist. Du musst ihm das unbedingt ausreden. Das ist unmöglich, was er vorhat. Ja, meinst du nicht, dass es für dich auch gut wäre, wenn du Abschied nehmen könntest? Ich will aber nicht Abschied nehmen, denn das würde heißen, dass ich sie aufgebe, dass ich sage, ja, sie lebt nicht mehr. Aber ihr Tod ist längst nicht bewiesen. Ich weiß, es ist schwer für dich, ihren Tod zu akzeptieren. Niemand zwingt dich, etwas zu glauben, das du nicht glauben willst. Aber geh doch einfach zu der Feier und bete für sie. Wozu brauche ich dann diesen blöden Baum? Ich finde das mit dem Baum eigentlich sehr schön. Er hat für eure Familie eine wunderschöne Bedeutung. Werner hat ihn damals für deine Mutter gepflanzt. Er hat ihn gepflanzt. Es ist sein Baum. Von mir aus kann er sich den ganzen Baum voll mit seinen Bildern hängen. Warum bist du deinem Vater gegenüber so feindselig? Meinst du nicht, dass er genauso um Charlotte trauert wie du? Sie hätte sich bestimmt gewünscht, dass ihr zusammenhaltet. Gib den anderen eine Chance zu trauern, so wie sie es für richtig halten. Auch wenn du damit nicht einverstanden bist. Sie haben genauso ein Recht darauf wie du. Hm? Willst du die CD noch ein drittes Mal hören oder soll ich was anderes auflegen? Ich glaube, ich muss jetzt langsam mal gehen. Muss ja ganz früh im Laden stehen morgen. Wenn du meinst. Nur Tanja schläft schon. Sonst hättest du den ganzen Abend hier umsonst verbracht. Nein. Ich meine nur, sie ist so ein Nachtmensch. Normalerweise schläft sie um die Zeit noch nicht. Du kannst auch hier bleiben. Also nicht falsch verstehen. Du kannst ja auf dem Sofa schlafen. Das ist sehr bequem. Eine andere Möglichkeit, Tanja garantiert aus dem Weg zu gehen, sehe ich jetzt nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Ich habe kein Problem damit. Nee, also wenn sie das rauskriegt, dann glaubt ihr mir nie wieder irgendwas. Sie muss es ja nicht rauskriegen. Du könntest doch im Hotel geschlafen haben. Ja, stimmt eigentlich. Also komm. Sofa sieht zwar nicht so toll aus, aber es ist ganz bequem. Darf ich dir die kurz? Mhm. Dann legen wir sie hin. Kannst du mir die Decke noch kurz legen? Guck mal, reicht dir die? Ja, ja. Brauchst du sonst noch was? Nö. Okay, dann gehe ich jetzt auch mal ins Bett. Schlaf gut. Gute Nacht. Ist noch was? Nö. Okay. Schlaf gut. Nacht.
Cora? Und gestern? Ganz anders. Sonst gibt er sich immer so unnahbar und so kühl. Aber heute war anders. So einfühlsam irgendwie. Naja, viel von sich hat er wieder nicht erzählt, aber trotzdem. Es war ein total schöner Abend. Lachsbrötchen mit Perlzwiebeln und Essiggurken. Boah, diese Perlzwiebeln. Dass man sowas gerne essen kann. Ich fühle mich hier echt geborgen. In seiner Wohnung. Auf seinem Sofa. Und er liegt nur ein Zimmer weiter in seinem Bett. Ob er schon schläft? Oh Mann, ich glaube, Tanja hat gar nicht so unrecht. Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verliebt. Schon wach bist? Ich konnte nicht schlafen. Laura ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Das habe ich mir fast gedacht. Ich habe sie nämlich nicht kommen hören. Kannst du ja denken, wo sie war. Die hat bestimmt im Hotel übernachtet. Das glaubst du jetzt wohl selber nicht, oder? Ja, wieso? Sie arbeitet in dem Hotel. Ihr Vater ist der Eigentümer, ihr Bruder ist der Chef. Da Mama, brauche ich wirklich nicht viel Fantasie dafür. Der Fürstenhof ist komplett ausgebucht, okay? Dann hat sie eben bei den Saalfels übernachtet. Erstens hat sie das noch nie gemacht. Und zweitens, egal was sie für ein Problem hat, wird sie bestimmt nicht zu den Saalfels gehen, nehmen echt andere Sorgen. Aber irgendwie gehört sie doch dazu. Ich weiß ganz genau, wo die war. Und wenn die da war. Wie ist mit der Freundschaft aus, das sage ich dir. Jetzt bleib hier, selbst wenn sie bei ihm war. Du machst dich doch nur lächerlich. Ich will's aber wissen. Zimmerservice. Was willst du denn hier? Die Frage wollte ich dir gerade stellen. Du bist ja wohl übergeschnappt, verschwinde. Erst werden wir zwei uns unterhalten. Die Unterhaltung ist für mich beendet, raus hier. Du wirst mir jetzt zuhören. Verschwinde oder ich rufe deinen Chef an. Ich werde erst gehen, wenn du mir sagst, was du hier zu suchen hast. Also? Das dürfte ja wohl ziemlich klar sein. Natalie hat dir doch gestern klargemacht, dass du verschwinden sollst. Also hör auf, sie zu nerven. Wie lange willst du sie eigentlich noch quälen, ne? Die kam gestern völlig verstört zu mir. Kapierst du eigentlich nicht, dass sie nichts mehr von dir will, oder was? Ich glaube, du kapierst aber es nicht. Du hast deine Chance gehabt und du hast sie vergeigt. Fahr zurück nach Hause zu deiner Frau. Und lass Natalie in Ruhe. Ich liebe Natalie. Und ich werde sie heiraten. Auch wenn du dich auf den Kopf stellst. Wie kommst du darauf, dass sie dich heiraten will, hä? Ich werde um sie kämpfen. Und ich werde nicht ohne sie abreisen. Und mein Kind. Freu dich mal nicht zu früh. Lass es dir schmecken. Bis später, Xaver.
Guten Morgen. Morgen. Ich bin gleich wieder da. Tanja? Ich weiß, dass Laura da ist. Laura, aufstehen! Schaust mir zu. Ich weiß doch, dass es stimmt. Sag mal, für wie lange wollt ihr mich eigentlich noch für blöd verkaufen? Gebt doch endlich zu, dass ihr zusammen seid. Jetzt reg dich mal nicht so auf. Laura ist nicht hier. Was soll denn dann? Kannst du mir vielleicht helfen? Wo könnte sie denn sein? Das weiß ich nicht. Hier ist sie jedenfalls nicht. Okay, dann wirst du ja wohl nichts dagegen haben, wenn ich mich selbst... Doch, da hab ich was dagegen. Und ganz ehrlich, jetzt reicht's mir langsam. Pass auf, hör mal zu. Es tut mir leid, wenn ich dir so deutlich sagen muss, aber anders scheinst du es ja nicht zu verstehen. Ich will nichts von dir. Okay? Es tut mir leid, wenn du dich in mich verknallt hast. Ich kann da nichts dafür, aber du kannst auch nichts dafür, ist mir vollkommen klar. Aber ich habe dir da keinen Anlass dazu gegeben oder dich ermutigt. Im Gegenteil. Ich habe dir gesagt, dass ich im Moment überhaupt nicht an einer Beziehung interessiert bin. Mit niemandem. Also tu mir einen Gefallen und akzeptiere das doch bitte. Ich will weder was von dir noch von Laura, okay? Also spar dir in Zukunft bitte solche Auftritte. Das hast du nicht nötig. Überzeugend. Findest du? Ja, also wie du gerade gelogen hast, ich könnte das nicht so. Das war ganz schön hart. Was hätte ich denn tun sollen? Sie hat es ja herausgefordert. Ich dachte, du hast Dienst. Du hast ihm erzählt, dass das Kind von ihm ist. Wann? Warum hast du es ihm erzählt? Du hast es ihm doch bestimmt erzählt, bevor er gekommen ist, oder? Ja klar, deswegen ist er auch hier aufgetaucht. Weil er wusste, dass du ein Kind von ihm erwartest. Nein. Schon komischer Zufall, findest du nicht? Ja, erst hält er dich ewig lang hin, will nichts von dir wissen, will sich nicht von seiner Frau trennen. Und kaum bist du schwanger, steht er auf der Matte. Er wusste es nicht. Das musst du mir glauben. Ich weiß nicht, warum er hier aufgetaucht ist, aber er hat es nicht gewusst. Aber jetzt weiß er's. Er hat mich so überrumpelt gestern. Da habe ich es ihm erzählt. Wieso denn? Du wolltest doch nicht, dass es erfährt. Ich konnte nicht anders. Dafür empfinde ich einfach zu viel für ihn. Möchtest du die Semmel oder kann ich sie haben? Ja. Was ja? Willst du sie jetzt oder willst du sie nicht? Nein, nimm du sie. Ist was? Du hast doch irgendwas. Also, Alfons, bei aller Trauer, du musst was essen, sonst fällst du mir ja völlig zusammen. Soll ich sie jetzt mit Honig oder mit Marmelade schmieren? Danke, gar nichts. Ich will wirklich nichts. Dann eben nicht. Du bist doch schon seit gestern Abend so komisch. Ich bin nicht komisch. Naja, dann eben seltsam. Alfons, was ist los? Heute findet eine Trauerfeier für Charlotte statt. Ach ja? Wann denn? Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht eingeladen. Nur der engste Familienkreis, hat er gesagt, der Senior. Aber das hat er genau so gesagt, dass ich ja auch nicht auf die Idee komme, zu fragen, ob ich vielleicht dabei sein kann. Meinst du? Deutlicher hätte er es überhaupt nicht sagen können. Nur der engste Familienkreis. Ja, da gehöre ich halt nun mal nicht dazu. Das hat er doch sicher nicht so gemeint. Wann hat er denn das gesagt? Gestern, als ich ihm die Kondolenzschreiben gegeben habe. Also siehst du, da hat er doch ganz andere Sorgen.
Der hat nur vergessen, dich zu fragen. Das glaube ich nicht. Jetzt nimm das doch nicht so schwer. Tja, ich hätte mich halt auch gern von Charlotte verabschiedet. Weißt du was? Wir machen unsere eigene Gedenkfeier. Und da kannst du dich dann verabschieden. Dass einer gesagt hätte vor ein paar Wochen, dass ich jetzt so hier stehen würde. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Ich schaff das schon. Ja, ja, ich schaff das. Ich nehme einfach dich als Vorbild. Ja. Du warst so tapfer, als dein Vater gestorben ist. Ich war überhaupt nicht tapfer. Ich habe so viel geheult. Aber es war gut, weinen hilft ja. Dafür ist so eine Veranstaltung ja auch da. Wollen wir beginnen? Ja. Aber Robert ist noch gar nicht da. Robert kommt nicht. Charlotte war nicht nur eine wundervolle Frau. Eine treusorgende Mutter. Sie war auch ein wundervoller Mensch. Ja, das war sie. Man begegnet in seinem Leben nicht vielen Menschen, von denen man sagen kann, dass sie wertvoll sind. Charlotte war so ein wertvoller Mensch. Sie hatte für jeden ein offenes Ohr. Für jedes Problem wusste sie eine Lösung. In guten wie in schlechten Tagen, das haben wir uns vor dem Trauertag geschworen. Und Charlotte hatte mit mir nicht nur gute Tage. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Aber Charlotte war da. Sie hat nie aufgehört, mich zu lieben. Genauso wenig, wie ich aufgehört habe. Und ich... Nein, wir alle vermissen dich, Charlotte. Ich habe diesen Baum gepflanzt, als wir 2 Tage verheiratet waren. Er war dabei, als wir Alexander bekommen haben und Robert. Er hat gesehen, wie aus den Jungs Männer wurden und wir nebenbei alt. Er hat uns unsere ganze Ehe hindurch begleitet. Charlotte, wo immer du auch jetzt bist, ich weiß, dass du mich hören kannst. Und ich will, dass du weißt, dass du meine einzig wahre große Liebe bist. Und immer sein wirst. Lasst uns jetzt alle gemeinsam von Charlotte Abschied nehmen. Thank you.
würde gerne etwas sagen. Aber natürlich gerne. Das habe ich nicht geschrieben. Trotzdem würde ich euch es gerne vorlesen. Jetzt ist sie also doch endlich gestorben. Wer hätte das gedacht? So zäh, wie sie war. Ein zweifacher Krebs hat da nicht gereicht. Da musste es schon ein Flugzeugabsturz sein. Schade, dass sie sich so lange Zeit gelassen hat. Du wärst doch so gerne mit mir glücklich geworden. Robert, hör auf. Es ist ein Brief von Cora an unseren lieben Vater. Tu ihn weg, den Brief. Was hast du darauf hingearbeitet, sie loszuwerden? Naja, schlussendlich hast du es ja doch geschafft. Du stehst endlich wieder mit an der Spitze im Fürstenhof. Auf jetzt! Nur leider ohne mich. Aber ich werde nicht ewig hier sitzen. Schluss jetzt! Was bildest du dir ein? Ich will nur, dass alle die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit über dieses Schmierentheater hier. Dir ging es doch dein ganzes Leben lang nur um Macht und Geld. Dir ging es nie um Mutter. Du bist doch froh, dass du endlich was zu sagen hast. Wahrscheinlich bist du sogar froh, dass sie tot ist. Ein paar Schnipsel. Mehr ist von meinem Leben nicht übrig geblieben. Cora hat's geschafft. Nach diesem tragischen Unglück sind wir natürlich alle tief betroffen. Aber sie ganz besonders. Sie hatten ja schließlich mal was mit ihr. Uns beiden, das war ja kein Seitensprung. Wir haben uns ja wirklich geliebt. Ja, das haben wir. Ich weiß, ich bin erst 23 und du traust mir das nicht zu, aber ich schaff das. Ich werde auf dich aufpassen und auf das Kind und ich werde auch einen zweiten Job annehmen, alles, was du willst, aber bitte lass mich nicht alleine. Vielleicht findest du ja in Charlottes Koffer etwas. Ein Andenken, irgendetwas, um mit Robert ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht.